So, super, jetzt kann ich eine neue Baustelle starten. Wo habe ich denn meine Japansäge? Ah, hier ist sie. Oh, Mist! Japansägen sind doch wirklich spitze. Ihre Schnittqualität unübertroffen, dieser dünne Schnitt. Aber eins ist ganz klar, die Dinger einfach so in die Werkzeugkiste schmeißen, das könnt ihr vergessen. Dafür sind sie einfach zu flexibel und können sich wie in diesem Fall natürlich ruckzuck verbiegen. Und wir müssen es nicht so übertreiben wie hier, aber sobald wir im Blatt eine leichte Biegung haben, dann funktioniert das Sägen mit der Japansäge leider überhaupt nicht mehr. Die hier ist hin. Und gibt's da nicht irgendeine Lösung? Ich habe was entdeckt. Aber ist irgendwie kleiner als gedacht. Der Karton ist klein, aber das, was hier drin ist, kostet auch nur ungefähr die Hälfte von einer großen Japansäge. Nämlich ungefähr 14 Euro. Die, die ich in der Hand hatte, kostet so um die 30. Was haben wir hier drin? Huch. Tada! Was ist denn das? Das ist auf jeden Fall erstmal geschützt. Aber wir können es ausklappen und dann ist es wie ein Butterfly-Messer. Ich weiß nicht, ob sowas in Sägenform dann erlaubt ist. Als Messer wäre es ja nicht erlaubt. Das ist auf jeden Fall eine klappbare Mini-Japansäge, die, das muss ich jetzt ehrlich gesagt direkt mal zugeben, schon ziemlich cool aussieht durch das Schwarz mit dem Holzgriff. Das ist schon eine... Die Gefahr eines Butterfly-Messers gilt auch bei der Säge. Zum Glück war mein Nagel da im Weg. Okay, also das Rumspielen sollten wir noch mal einmal kurz. Oh Gott. Tada! So, also das Rumspielen lassen wir ab diesem Punkt. Man kann das Ganze auf jeden Fall zusammenklappen. Die Frage ist natürlich ganz klar. Man kann das einklappen und könnte das perfekt mit in die Werkzeugkiste schmeißen. Oder, und das muss ich mal eben ausprobieren, die Japansäge passt einfach in meine Hosentasche rein und es fällt nicht mal auf. Das ist ganz cool bis jetzt. Wir müssen natürlich trotzdem gucken, ob die sägen kann. Im Griff habe ich hier schon leichte... So. Die Zähne sehen auf jeden Fall ein bisschen komisch aus. Diese Zahnreihe hier sieht eigentlich ganz normal und wirklich vielversprechend aus. Sie ist nicht übermäßig scharf, würde ich sagen. Aber sie entspricht ungefähr der Zahngeometrie von dieser Seite. Hier haben wir so einen Klassiker. Diese Zähne sind überhaupt nicht nach unten ausgestellt, sondern einfach im Prinzip mehr wie Dreiecke, die einfach zur Seite zeigen. Die grobe Seite bei meiner Ryoba sieht da ein bisschen anders aus, aber es ist das erste Mal, dass ich mich an so einer Billigsäge tatsächlich geschnitten habe. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Auf jeden Fall scheint sie nicht so stumpf zu sein wie andere Werkzeuge, die wir ja schon hatten. Wir probieren mal aus, ob wir mit den beiden Seiten sägen können. Wir haben natürlich jetzt hier einmal Sägezähne, die wahrscheinlich für Querschnitte sind und einmal für Längs. Den Querschnitt testen wir jetzt zuallererst mal in diesem Stück Ahorn hier. Was mir dabei schon auffällt ist, der Griff ist ein bisschen kurz und dieses hier ist ein bisschen störend, weil ich die Säge eigentlich eher so halten wollen würde. Aber wir probieren es trotzdem einfach mal aus. Man muss sie ein bisschen abenteuerlich festhalten. Ja. Also was man auf jeden Fall sieht ist, das Sägeblatt ist sehr dick. Dadurch haben wir nicht so richtig die Möglichkeit, dass sich das Sägeblatt gerade zieht. Wir sägen jetzt nochmal genau daneben und gucken mal, ob das klappt. Ja, der Schnitt war jetzt nicht super gerade, aber das liegt wahrscheinlich eher an mir. Aber wir können auf jeden Fall mit der Seite sägen. Wir probieren mal, wie es bei dem Längsschnitt ist. Der erste Schnitt ging ganz gut. Wir schauen jetzt mal, was bei Längs passiert. Die Zahngeometrie ist ein bisschen crazy. Ich glaube nicht, dass die funktioniert. Oh ja, hier wird es schon ein bisschen schwieriger. Oh Gott. Ah! Sieht so aus, als wäre der Lack hier schon ab. Also das funktioniert fast gar nicht. Wir probieren mal die andere. Wir probieren mal die Längsseite bzw. die Querseite für Längs. Mal gucken, ob das besser geht.
Also Längsschnitt geht nicht so richtig. Wir gucken uns das jetzt nochmal natürlich mit einer etwas größeren Säge an. Und schauen mal, wie das geht. Das ist natürlich ein hinkender Vergleich, aber so sollte das eigentlich klingen. Ich habe jetzt auch nicht das ganze Sägeblatt genutzt, um den Schnitt zu machen, aber das ging deutlich einfacher. Und wir sehen auch schon, der ist viel, viel, viel dünner, der Schnitt. Ich probiere es nochmal mit unserem coolen Sägemesser. Es ist der Klassiker. Diese Zahngeometrie, die haben wir schon öfter gesehen. Diese hier, die funktioniert nicht so richtig. Wenn ich drücke, also ich säge jetzt erstmal zu mir. Und jetzt säge ich mal in die andere Richtung. Das funktioniert mindestens genauso gut wie in diese Richtung. Und das zeigt, dass diese Zähne absolut Müll sind. Weil bei solchen Sägeblättern wir niemals auf Druck sägen können, weil dafür ist es wiederum zu dünn. Das hier ist ein cooler, aber auch gefährlicher Effekt. Aber die Säge so einklappen zu können, ist natürlich grundsätzlich cool, weil wir sie wirklich geschützt haben. Wir können sie so lässig aufflippen. Und was man auch sagen muss, diese Säge hat weit über 1000 Bewertungen bei Amazon, die wirklich zum größten Teil sehr, sehr positiv sind. Das Produkt an sich hat, dann mal hochscrollen, 4,5 von 5 Sternen, 1438 Bewertungen. Und da stehen so Sachen wie, die nehme ich statt der Stichsäge oder super geil für unterwegs. Ich kann das jetzt so erstmal nicht so richtig nachvollziehen. Also super geil ist es auf jeden Fall überhaupt gar nicht. Was mich immer wundert ist, also zum einen geht der Lack hier schon ab und wir haben, ich glaube, 3 Schnitte gemacht. Das ist ein bisschen wenig. Und das andere ist, die Zahngeometrie ist einfach falsch. Wir probieren das gleich nochmal in anderem Holz aus. Aber diese Seite hier für Längsschnitte, die ist einfach nicht wirklich geeignet. Die andere Seite, ich habe mich zwar schon geschnitten eben, aber sie ist trotzdem nicht wirklich scharf. Also wenn ich das mit der hier machen würde, die... Wir machen das nicht mit der. Also die ist einfach... Die ist nicht gut, wenn ich jetzt so schnell mal reinsägen will. Na gut, das ging jetzt doch. nochmal. Also. Aha, und das ist das nächste. Die färbt auch ab. Die schwarze Farbe, die verschwindet, muss irgendwo hin. Sie ist hier drauf. Also für so einen ganz, ganz schnellen Schnitt mit dieser Seite. Diese eine Seite geht halbwegs, die andere geht gar nicht. Wir holen nochmal ein anderes Material. Vielleicht ist Ahorn einfach ein bisschen zu krass für diese DIY-Säge. Ich hole was anderes. Vielleicht ist das hier ein etwas realistischerer Test. Wir nehmen jetzt nur noch diese Seite hier, weil die... Wir probieren die vielleicht im... Wir probieren einfach beides nochmal. Also wir wollen jetzt hier in diesem 15 mm Multiplex mal schnell was ausklinken. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Säge dafür eventuell in Frage kommen würde. Wir sägen einfach mal los. So, und jetzt von der anderen Seite auch nochmal eben hier. Das war einmal abgerutscht. Ja, aber das ist natürlich Mist. Das Aussägen ging halbwegs, aber wir haben die ganze schwarze Farbe hier. Ich weiß nicht, kommt die von den Zähnen oder kommt die von der Säge? So kriege ich sie nicht abgerieben. Wir probieren jetzt nochmal hier weiter zu sägen mit dieser komischen Zahnseite, mit der hier. Das ist... Hilfe! Gottes Willen!
Wir haben jetzt natürlich mit der Längsschnittseite einen Querschnitt gemacht. Das erklärt diesen Ausriss. Im Multiplex sind wir jetzt eigentlich ganz gut durchgekommen. Wir probieren jetzt einfach nochmal einen längeren Schnitt mit der richtigen Seite zu machen. Richtig ist in dem Fall ja Quatsch, weil beim Multiplex haben wir immer Lagen, die zueinander gedreht sind. Wir sägen also durch alles irgendwie durch. Wir wollen nur schauen, dass wir an der Oberseite weniger Ausriss haben. Also auf die Plätze, fertig, los. Das ging ruckzuck. Jetzt zum Vergleich nochmal ein Querschnitt mit der Längsseite unserer großen Ryoba. Und ein Querschnitt mit der Querseite unserer Ryoba. Geht schon ein bisschen schneller, aber nicht viel. Ich revidiere, was ich gesagt habe. Die Säge kann auf jeden Fall, sie kann schon ein bisschen sägen. Was ich sehr cool finde, ist einfach dieses Feature, dass wir ein Sägeblatt, das ist doof. Das Feature ist gut und das Feature ist doof. Wenn man die Säge einklappt, muss man sehr vorsichtig sein. Es passiert immer wieder, das, was jetzt passiert, dass ich die hier so gegen den Rahmen drücke. Das ist natürlich total kacke, weil ich dann den obersten Der geht davon kaputt. Schneller als gedacht. Aber das Gute ist natürlich, dass die Säge so wirklich extrem geschützt ist. Es gibt ja andere Klappsägen, die man... die man nicht so öffnen sollte, weil sie dann kaputt gehen. Nochmal. Na gut, ich mach's. Also, die man auch so klappen kann, die auch geschützt sind, wo aber natürlich immer, und das ist so ein bisschen das Problem, wenn ich die so in meine Kiste lege, dann ist das Sägeblatt immer noch ungeschützt. Wenn ich da jetzt nicht aufpasse, kann es trotzdem sein, dass ich die Oberseite hier verbiege. Und das finde ich hier sehr, sehr cool. Das kann im Prinzip nicht passieren. Ich glaube, das Ding könnte ich durch die Werkstatt schmeißen und es würde trotzdem noch funktionieren. Eine Sache muss man aber sagen. 4,5 von 5 Sterne. Liebe Leute, also so geil ist das Ding auch nicht. Also ich würde mal sagen, 3. Es ist okay. Es ist ganz lustig. Es ist ein cooles Gimmick. Aber so richtig ultra cool ist es nicht. Wir haben gesehen, im Ahorn hat das Ding schon echte Probleme. Beim Multiplex wiederum ging es voll klar. Ich sag ja, 3 Sterne. Jones, haust das Ding raus? Nee, das Ding hau ich nicht raus. Es ist mehr ein Gimmick. Und eine Sache ist auch cool, die wollte ich euch noch erzählen. Ich blende es euch nebenbei mal ein. Vielleicht habt ihr es bei Instagram schon gesehen. Ich hatte letztens die Möglichkeit, die einmalige Chance, bei Festool eine TSC 55 vom Start bis zum Ende komplett selber zu montieren. Und das war einfach eine absolut coole Erfahrung, weil man ein anderes Gespür dafür bekommt, ja, wie nicht nur sowas, sondern auch Elektrowerkzeuge und Maschinen gefertigt werden. Bei Festool in Deutschland. Das war sehr, sehr cool. Es wäre natürlich noch cooler, wenn ich die Säge hätte mitnehmen können. Aber haha, ich habe sie auch mitgenommen. Hier ist die einmalige TSC 55K. Eine Säge, die ich komplett zusammengebaut habe. Was ihr daran erkennen könnt, dass mein Logo da drauf ist. Ich habe sie signiert. Diese Säge hier ist im Sustainer mit 2 Akkus und einem Ladegerät. Und ich freue mich natürlich sehr darüber, dass ich sie mitnehmen konnte. Denn es ist natürlich glasklar, ich behalte die nicht, sondern einer von euch soll sie bekommen. Und das ist ganz, ganz einfach. Schreibt unten einfach ein grünes Herz rein. Vielleicht noch mit einem netten Satz dazu, was ihr mit der Säge machen wollt. Und einer von euch bekommt diese absolut einmalige TSC 55 von mir gebaut, bei Festool natürlich maschinell getestet. Alle Tests und Qualitätssicherungen sind ganz normal abgelaufen. Also smash das unten rein. Ob ihr die hier kauft oder nicht, das müsst ihr selbst entscheiden. Es ist in Ordnung, aber es ersetzt keine Japan-Säge. Und das Ding hier ersetzt es sowieso schon mal nicht. 2 Akkus im Sustainer mit Ladegerät. Also
smash das unten rein, sagt all euren Freunden Bescheid. Selbst wenn sie nicht von mir zusammengebaut wäre, wäre es schon ein cooles Angebot. Aber das ist wirklich eine absolut einmalige Maschine. Nur für einen von euch. Also, smash ein Abo rein. Ist ja ganz klar. Ich hätte sie ja auch einfach behalten können. Aber so bin ich nicht. Wir machen das für euch. Ihr sollt Spaß haben. Also, einer kriegt das Ding. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Das Teil behalte ich. Für Spielereien, wer weiß. Besser als die Gurke ist es auf jeden Fall. Tschüss.